es gibt nicht so viele Festivals, die so persönlich und so intim sind. Die Idee ist ja, dass man zusammenkommt und hier Dinge erarbeitet und aufführt und dafür eine gewisse Zeit gemeinsam lebt. Und das ist selten. Ich glaube, sowas Intensives erlebt man sonst selten. Also sei es mit den Leuten so eng zusammen und wirklich viele Freunde und gute Energie und dann einfach unglaublich viel Musik. Es ist eine unglaubliche partnerschaftliche Zusammenarbeit hier und das ist auch das, was dieses Festival so besonders macht und dass wir gemeinsam uns an der Musik erfreuen und das gemeinsam erarbeiten. Also das ist wirklich ein Luxus, den hat man nicht überall. Man kann gut sein, man kann sehr gut sein und man kann überragend sein. Und das überragend kann man nicht nur aus sich selbst schöpfen. Das muss von Inspiration kommen und von Impulsen, die eben auch von anderen Künstlern kommen. Und mein größter Gewinn ist eigentlich die Impulse, die ich bekomme von anderen. Und die ich das teilen kann. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist wie Freundschaft. Das kommt kurz nach den wichtigsten Dingen im Leben. Klassische Musik endet für mich 2012, auch mit den neuesten Werken. Klassische Musik an sich kann man gar nicht so genau eingrenzen. Mozart zu seiner Zeit war Pop. Das Schöne an den Programmen hier ist, dass wir nicht in diesen Kategorien denken müssen. Das Publikum ist sehr persönlich. Hier ist man wirklich, ich hatte das Gefühl, die Leute kommen wirklich, um die ganze Crew hier persönlich zu sehen. Und ich erlebe auch das Publikum als sehr nah. Hier habe ich das Gefühl, dass die Leute sehr interessiert sind, sehr aufgeschlossen, mit dem Ort vertraut. Das ist ja auch ein Paket für das Publikum, das Gesamtpaket. Ich erlebe ein Konzert, ich genieße die Umgebung, das Ambiente und dann gibt es Essen hinterher, finden die Leute sicherlich auch sehr schön. Das Besondere bei unserem Publikum hier in Boswil ist, dass es ein sehr, sehr aufmerksames Publikum ist, das wirklich herkommt, um Musik zu erleben, um Musik zu erfahren, nicht um Musik zu konsumieren. Hier können sie ankommen und sie fühlen sich, glaube ich, zu Hause. Und dieses Publikum ist auch sehr treu. Weshalb ich mich jeden Sommer neu freue, nach Boswil zu fahren, ist, dass es ein Ort ist, der unglaublich intim ist in der Zusammenarbeit. Man ist sehr eng mit dem Publikum, man ist sehr eng mit den Mitkünstlern, mit den Kollegen. Man lebt auf sehr engem Raum zusammen und das schafft eine unglaubliche Intensität und es gibt sagenhaft viel Kraft für wunderbare Konzertprojekte zu machen. Das ist irgendetwas sehr Spezielles, das ich bislang immer nur in Boswil habe erleben dürfen. Es ist eigentlich das Idealbild von einem Konzertort oder Festivalort. Das absolute Idealbild. Ich glaube, das empfinden ganz viele so. Es ist unvergleichbar.